Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam ein Wochenorakel machen für die ungefähr kommenden 7 Tage. Bevor wir damit anfangen, ich habe jetzt wieder einige Subliminals hochgeladen, es kommen jetzt auch noch weitere. Und genau, schaut einfach rein. Ich werde jetzt eins verlinken nach diesem Video. Das seht ihr dann oben in diesem Video rechts oder links. Da könnt ihr dann draufklicken. Okay, wenn ihr weitere Themen gerne hättet für Subliminals, lasst es mich gerne wissen. Und dann werde ich mich auch darum kümmern. Okay, dann schauen wir jetzt für die kommende Woche. Dann nehmen wir zuallererst ein Weisheitsorakel. So, hier haben wir die Karte Brief. Ja, hier geht es tatsächlich entweder um in die innere Mitte wieder reinzukommen, ja, tief ein- und ausatmen, vielleicht sich zu sagen, es ist doch gar nicht so schlimm, wie es vielleicht zu sein scheint. Wir gucken jetzt natürlich auch noch mal näher rein in die Karten. Ich werde jetzt 7 Karten ziehen, tatsächlich mal heute. Und dann werden wir die nach und nach aufdecken für die kommende Woche. Okay, dann haben wir machen quasi heute mal Montag, Dienstag, Mittwoch und die klären wir dann auch noch mal ab mit dem Lenormand. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Ich bin selber mal gespannt. Ich habe ja noch gar nicht gesehen, was da liegt. Okay, dann decken wir jetzt mal den Montag auf. So, okay, wow, hier haben wir schon mal einen, wow, Neuanfang, kompletten neuen Zyklus, Lebenszyklus. Jetzt möchte ich dazu noch tatsächlich eine Lenormand-Karte ziehen. So, vielleicht wartest du schon auf etwas, was neu beginnen soll in deinem Leben. Und ja, vielleicht ist das hier auch eine Gelegenheit, die hier auf dich zukommt. Wo du allerdings noch das Gefühl hast, du hast noch viele Ablenkungen im Außen. Da ist noch irgendein Hindernis. Vielleicht wirst du noch zu sehr von anderen Menschen abgelenkt oder viel zu viele Menschen reden dir da irgendwo rein in einer bestimmten Situation. Und deshalb, wenn ich jetzt auch das Weisheitsorakel sehe, ist hier wirklich nochmal angezeigt, lass dich nicht von anderen Menschen zu sehr in eine bestimmte Richtung lenken. Versuch da wirklich, wenn du manchmal dann weißt, ah, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung? Wo soll ich jetzt lang gehen? Alle sagen, das ist der falsche Weg, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der richtige Weg. Dann ist hier ganz, ganz klar angezeigt, geh wirklich mal in die Stille, ganz in dich hinein, weil keiner kann in dich hineinhören. Keiner sieht deine Sehnsucht in dir. Nur du kannst es spüren und deine Intuition weiß ganz genau, was der richtige Weg ist. Und manchmal können eben auch im Außen diese Ablenkung uns sowas von zum Grübeln bringen und uns so stark verunsichern. Und das ist hier wirklich nochmal der Hinweis, nicht, dass du den richtigen Waggon in deine Richtung verpasst, nur weil vielleicht bestimmte Menschen irgendetwas gesagt haben oder vielleicht steckst du auch noch in einer Situation drin, die dich energetisch so runterzieht, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast wenig Kraft für den neuen Waggon in die neue Richtung für dich, weil hier das Universum einfach für dich anzeigen möchte, dass hier ein neues Lebenskapitel für dich starten möchte, ja, ein komplett neuer Lebensabschnitt. Und das kannst du jetzt auf alle Situationen natürlich ummünzen, je nachdem, mit welcher Situation du in Resonanz gehst. Okay, dann haben wir hier den Dienstag. Wow, guck mal, wir haben hier den Tod bzw. die Wiedergeburt. Also hier habe ich das Gefühl, wird hier irgendwie eine Eingebung bei dir reinkommen. Lass uns mal auch das mit dem Lenormand abklären. Ups, hier haben wir den Turm. Okay, und hier der Turm natürlich steht auch nochmal, entweder, dass du dich wirklich nochmal komplett zurückziehst von der Außenwelt, dich eben nicht ablenken lässt. Und genau eben in dieser, in Anführungsstrichen, Isolation, dass du so wirklich dieses tiefe Wissen in dir bekommst, diesen Impuls bekommst, dass etwas viel Größeres auf dich wartet, ja. Wir haben hier die Wiedergeburt. Eine große Transformation ist hier für dich angezeigt. Und ich habe auch das Gefühl, dass du das schon länger in dir spürst, dieses Gefühl der Transformation, dass etwas ganz Neues in deinem Leben beginnen möchte. Und du jetzt hier tatsächlich auch getestet wirst, ob du mehr auf deine innere Weisheit hörst oder dich eben im Außen ablenken lässt. Genau. Lass uns mal den Mittwoch schauen. Wir haben hier den König der Stäbe. Okay, hier haben wir auch eine männliche Person, die hier eine Rolle spielt in der kommenden Woche.
Lass uns die auch mal abklären. Worum geht es bei dem König der Stäbe? Oh, guckt mal hier. Also, schau mal. Ich habe das Gefühl, also entweder geht es bei dir um ein Feuerzeichen, ja, oder es ist einfach ein Mensch, zu dem du dich sehr magnetisch angezogen fühlst, aber auch dieser Mensch sich zu dir sehr angezogen fühlt, weil dieser Mensch, ja, liebäugelt quasi schon so damit, wirklich in deine Nähe zu kommen, deine Nähe zu spüren. Und schau mal, also hier, man sieht hier vielleicht, erwartet dich sogar auch ein Geschenk in der kommenden Woche von diesem König der Stäbe. Lass uns doch noch mal näher reinschauen mit einer kleinen Tarotkarte. Noch mal eine Zusatzbotschaft zu dem König der Stäbe. Wir haben hier die Sonne. Ja, dieser Mensch möchte mit dir tatsächlich, vielleicht sogar mit dir zusammen in dieses neue Lebenskapitel einsteigen. Ja, das kann hier wirklich sehr gut sein. Auf jeden Fall sieht dieser Mensch dich als das große Glück. Ja, also das einfach, dass du ein sehr bereichernder Mensch in dem Leben des König der Stäbe bist. Und dieser Mensch tatsächlich mit dir dieses Licht erleben möchte. Das nämlich hier war. Also in der kommenden Woche kannst du hier auf eine Begegnung ja, hoffen oder wie auch immer. Entweder ist es ein komplett neuer Mensch oder du sagst jetzt, okay, da ist jemand, wo ich schon länger das Gefühl habe, da kommt jetzt bald etwas auf mich zu. Und hier wird eine Begegnung stattfinden mit diesem König der Stäbe. Und aber auch eine sehr positive Begegnung, weil die Sonne ist einfach die höchste Energiekarte. Das wird hier einfach wirklich so dieses Gefühl des Glücks auch verursachen. Es wird eine schöne Begegnung auf jeden Fall sein. Genau, lass uns mal den Donnerstag schauen. Und wir haben den König der Münzen. Das gibt's ja nicht. Also wir haben hier zwei männliche Energien schon mal liegen. Und was ist das hier mit dem König der Münzen? Wir haben hier das Haus. Und da möchte ich auch noch mal eine Zusatzbotschaft haben. Ups. Und die zwei der Stäbe. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass der eine Mensch, also der König der Münzen, tatsächlich schon länger in deinem Umfeld ist. Ja, und es kann auch durchaus sein, dass bei vielen von euch zurzeit kein Kontakt mit diesem König der Münzen besteht, weil dieser König der Münzen tatsächlich, ich kriege hier eine Energie rein, dass dieser Mensch dich sehr stark vermisst, ja, und diese Festigkeit, die er mit dir erlebt hat, auch vermisst. Also das kann durchaus sein, dass dieser König der Stäbe, dass du diesen Menschen neu kennengelernt hast oder jetzt in Kürze neu kennenlernen wirst und dieser König der Münzen aber auch in deinem Energiefeld ist, aber da eine gewisse Distanz zu spüren ist, aber dieser Mensch tatsächlich eben, wie gesagt, dieses Zuhause-Sein mit dir, dieses Wohlwollen tatsächlich auch da schon so wieder dahin schaut, ja, und eben diese Dinge irgendwo auch wieder zurückhaben möchte. Und das kann natürlich auch bei dem einen oder anderen damit mit diesem neuen Lebenszyklus zu tun haben. Ne, es können entweder zwei verschiedene Lebensbereiche sein, aber auch mit dem Thema diesen zwei Menschen. Das entscheidest du natürlich. Welchen Menschen, wo hast du das gute Gefühl, welcher Mensch hat super viel Potenzial, dass du mit diesen Menschen gemeinsam in eine tolle Zukunft blicken kannst, ja. Genau, und hier habe ich das Gefühl, wirst du eben wirklich getestet vom Universum, ob du oder inwieweit du wirklich auf deine innere Weisheit hörst. So, dann schauen wir mal auf den Freitag. Schau mal, da haben wir auch den Ritter der Kelche. Lass uns das nochmal mit dem Lenormand abklären. Also auf jeden Fall, was haben wir hier? Ja, das ist super interessant. Also ich habe das Gefühl, dass du in der kommenden Woche tatsächlich von diesen zwei Menschen irgendwie also eine Begegnung haben wirst oder eine Kontaktaufnahme bekommen wirst, weil hier bei diesem Ritter der Kelche bekomme ich rein. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist der König der Münzen, den wir gerade eben hatten, dass da eben schon ein gewisser Schmerz passiert ist in der Vergangenheit. Und schau mal hier, und wir haben hier die Welt als Klärungskarte. Ja, und schlussendlich ist es dann wirklich so,
für welchen Menschen entscheidest du dich? Bei welchen Menschen hast du das Gefühl, gehst du auf ein Next Level oder tust dein neues Kapitel anfangen? Also wie gesagt, ich habe hier einen König der Stäbe und einen König der Münzen. Bei dem König der Münzen habe ich das Gefühl, wird diese Kontaktaufnahme wieder stattfinden, wo aber auch ein gewisser Schmerz schon zwischen euch beiden passiert ist. Ja, aber dieser Mensch jetzt in der Ferne irgendwie doch diesen Halt mit dir zusammen vermisst und dieses, er hatte das Gefühl, mit dir zu Hause angekommen zu sein, sagen wir es mal so, ja? Genau, super interessant. Lass uns mal schauen, den Samstag, da haben wir die 9 der Stäbe und die möchte ich auch nochmal abklären. Wir haben hier den Berg und wir haben 2 Karten bekommen und die Lupe. Wow, das ist echt nochmal super der Hinweis für dich. Schau du bitte genau, weil ich sehe hier schon, ja, dass eine vergangene Situation dich sehr ausgelaugt hat. Hier ist nochmal wirklich angezeigt, weil ich hier auch ein Hindernis sehe, eine Herausforderung. Es ist, glaube ich, diese 2 Begegnungen oder diese Kontaktaufnahmen wird für dich eine große Herausforderung sein. Und zwar in dem Sinne, für welchen Weg wirst du dich entscheiden? Gehst du entweder einen Weg mit einem komplett neuen Menschen, ja, den du vielleicht noch gar nicht so lange kennst oder in naher Zukunft kennenlernen wirst, oder gibst du dem alten Menschen aus der Vergangenheit doch nochmal eine Chance, was aber sich sehr herausfordernd angefühlt hat, wo du vielleicht Ängste hast, dass sich das wiederholen könnte beispielsweise. Und hier ist für dich wirklich nochmal der Hinweis, auf die Details zu achten, ja. Da kannst du dir beispielsweise auch mal wirklich eine Pro- und Kontraliste machen, aber auch vor allem dir selber bewusst darüber sein, was du möchtest, damit du oder dein Unterbewusstsein das wirklich auch verinnerlicht und dann wirst du nämlich auch einen besseren Zugang zu den Antworten bekommen und auch die richtigen Entscheidungen treffen, wenn du für dich verinnerlicht hast, was dir wichtig ist in einer Menschenverbindung, Herzensverbindung und hier ist nochmal wirklich für dich angezeigt, schau bitte auf die Details und wenn du jetzt sagst, mich hat in der vergangenen Situation so ausgelaugt, dass du wirklich auf dich selber aufpasst und nicht riskierst, dass du nochmal so extrem ausgelaugt wirst, ja, genau. Lass uns mal auf den Sonntag schauen, schau mal, hier haben wir den Wagen, da möchte ich auch nochmal eine Klärungskarte haben. Und ich habe das Gefühl, dass du in der kommenden Woche tatsächlich hier die Zügel in der Hand haben wirst. Also du wirst die Entscheidung treffen für dich. Du wirst, schau bitte einfach, dass du die Entscheidung aus deinem Selbstwertgefühl, aus deinem Selbstbewusstsein heraus triffst. Ne? Deshalb hier auch wirklich die Karte Brief, dass du den inneren Zugang zu dir findest, die Verbundenheit zu dir spürst und nicht aus einem Mangeldenken oder aus einem Angstdenken eine Entscheidung triffst, sondern wirklich aus dem Bewusstsein zu dir selbst diese Entscheidung triffst. Für welches Pferd, sage ich jetzt mal, entscheidest du dich und zwar um dann in welche Richtung gehst du denn dann auch? Und da wirklich schau bitte auch intuitiv, was fühlt sich für dich oder welcher Mensch fühlt sich für dich gut an für den nächsten Schritt, sage ich jetzt mal, ja. Das ist wirklich eine herausfordernde Woche für dich, was ich wahrnehme. Da geht es tatsächlich darum, weil oft ist es ja so im Leben, die eine Entscheidung führt uns zu den Abzweigungen und hätten wir vor allem eine andere Entscheidung getroffen, dann wären wir zum Beispiel auf ganz andere Zweige gekommen. Und da geht es in der kommenden Woche darum, dass du für dich wirklich diese richtige Entscheidung triffst und dich, sag ich mal, nicht für die falsche Tür entscheidest. Deshalb ist es auch so wichtig, nicht aus Angst Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich aus deinem Selbstwertgefühl und deinem Selbstbewusstsein heraus die Entscheidungen zu treffen. Weil oft tut uns das Universum auch nochmal ganz gerne testen, bevor es uns zum nächsten Level bringt. Ja, also hier ist nochmal die Zusage.
Zusatzbotschaft für dich, Selbstwertgefühl, sei dir bewusst darüber, wer du bist, was du verdient hast, verbieg dich nicht für andere Menschen, versuch nicht, andere Menschen zu verändern, bleib einfach bei dir, tu dich selber wie ein König, wie eine Königin behandeln und du wirst sehen, so wie du dich selber behandelst, so ziehst du diese Verhaltensweisen auch in dein Leben, beziehungsweise gehst damit auch in Resonanz. So, ich möchte jetzt noch ein Mondorakel für die kommende Woche ziehen. Ja, was ist da noch, was du befreien darfst? Ne? Also hier kannst du nochmal so einen Rundumschlag machen in deinem Umfeld oder vielleicht also Menschen, Situationen oder wie irgendwas. Was passt nicht zu deiner Wunschzukunft? Und dann einfach entweder das loszulassen. Es können aber auch einfach ungesunde Gewohnheiten sein, die du hast, etabliert hast, ne? Oder negative Gedankenmuster, die dich daran hindern, in eine schöne Zukunft zu blicken. All das, das wirst du am besten wissen, was da zu befreien ist. Genau, aber ganz wichtig ist wirklich, dass du mit dir selber positive Selbstgespräche hast und dir selber über deinen eigenen Wert bewusst bist, weil dann wirst du auch schon ganz automatisch die richtigen Entscheidungen treffen. Also wie gesagt, in der kommenden Woche wirst du zwischen zwei Menschen stehen und da geht es dann um die Wurst, sage ich jetzt mal. Für welchen Weg entscheidest du dich, für welches Pferd entscheidest du dich? Ja, und genau, sodass du wirklich gewährleistest, dass du in diesen Wachstum auch für dich kommst, der für dich einfach diesen Momentum aufbaut, in eine tolle Zukunft zu blicken und auch reinzugehen. Genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.